Fahren wir hier ein Depot hin. Trams kaufen. Stadtbahn Halle nehmen wir gleich. Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Transportfieber hier Philips. So. Gestern haben wir die Strecken erstellt. Und heute, da müssen wir mal gucken, dass hier läuft das Öl eigentlich mittlerweile. Okay. Sag mal, ich habe mich daran erinnert, habe ich hier eigentlich eine Linie erstellt? Güter 30, ja, habe ich. Aber scheiße Fahrzeuge, für was denn? Ne? Was, wie viel kann das nehmen? Wo steht denn das, wie viel haben wir nehmen können? Da, 5, 6, 1, 2, 3. Linie zuweisen alle auf Güterdreisen. Oh. Okay, dann erstellen wir mal eine neue Linie. Ich glaube, ich habe alles, ne, mittlerweile. Von hier. Nach da. Ah, das funktioniert. Eine Weiterfahrt lohnt sich aber, ne, weil ich Plastik und Dings dann unterschiedlich transportieren, ne? Wenn ich recht entsinne. Ja, Kunststoff kommt hier rein. Das brauchen wir da gar nicht weiterdenken, ob die Strecke noch verlängern werden. Aber da müssen wir hier noch Wechselstellen reinbauen. Ist der auf das Gleis fährt und der auf das Gleis. Und natürlich unsere tolle Signaltechnik mit dazu. Mein läuft das ja ruckelfrei. Ja, warte mal, bis zu welcher Stelle funktioniert denn das jetzt hier? Da ist doch hinten jetzt nicht zweigleisig angekommen. Oh, sehe ich das falsch? Hier fährt er rüber, warum? Muss das rechte Gleis kaputt sein. Muss zumindest nicht durchgehend sein. Verstehe ich, ne? Aber plötzlich geht's, ne? Muss man erst wieder, Ne. Dann muss man erst wieder so antreiben, wahrscheinlich. Okay, dann noch eine neue Linie. Geht von hier nach da. Ja, machen wir über den Punkt noch. Und noch eine neue Linie. Von hier nach da. Über den und den. Zurück nach da. Denke, funktioniert. So, tauchen von hier aus Züge zu. Ich denke mal, die sollten eigentlich alle Strecken erreichen. Ne? Züge kaufen. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal einen Zug.
Das Öl hinten abtransportiert, ne? Der mit dem Öl. Eins, zwei. Ah. Man kann es so gleich übertreiben, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechster, denke ich mal. Klonen. Jetzt müssen wir kurz die Linie mal angucken. Ich denke, das war Linie 1. Öl, Plastik. Linie zu was alle auf Öl, Plastik. So, dann brauchen wir eine Linie, die Güter transportiert, also offene. Nee, Güterwagen. Die Lok und 1, 2, 3, 4, mal 5. Klonen das nochmal. Setzen das hier auf Linie 2. Plastik. Linien zuweisen alle auf Plastik. Halt, Züge kaufen. Dann brauchen wir halt noch was für unser Holz. Holz geht bergauf, ne? Da würde ich vielleicht ein bisschen mehr Kraft haben wollen. Weil ich ein paar mehr Wagen anhängen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hänge ich da mal ran. Linie zuweisen alle auf Linie 3, die hat gerade noch keinen Namen. Linie nennt sich ja Holz 1 oder so. Holz 1 hat 12 Minuten, Plastik 9 Minuten. Gucken wir hier nochmal. 9 und 9. So, jetzt brauchen wir nur noch hier Getreide. Mehr. Das würde ich aber einfach mal knallhart sagen. Wir liefern das per LKW an. So. Vielleicht können wir gleich die Linie nutzen. Eisen hinzufügen, die da. Und da tun wir hier auf Weizen 1 noch ein bisschen Fahrzeug drauf sitzen. Straßenfahrzeug kaufen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gehen jetzt alle mit auf Weizen 1. Okay. So, fahren jetzt hier genug Züge raus oder was? Die Züge waren langsam alt. Ich weiß nicht, ob es lohnt wird, jetzt eigentlich auf der Hauptstrecke die großen Züge komplett einzusetzen mittlerweile. Also hier auf Holzminden, wo wir eh schon mit so einem gemischten Verkehr fahren. Das sagen wir, dem ist die hier. Anstatt den. Weil die wären ja alt hier, ne? Die ganz alten. Ja, die Züge müssen wir eigentlich alle austauschen. Wir können ja erstmal nach vorne lassen. Ich warte mal noch, bis noch was Schöneres Neues kommt.
Ach, Mai. Tue ich wieder alles blockieren hier. Scheiß Güterzüge. War klar, dass es irgendwann passiert. Die Güterzüge blockieren alles. Das ist eine Scheiße, jo. Ey, ich hab die ja doch in Schwarz gekauft. Wollte ich doch gar nicht. Ich setze mal hier zwischendurch noch ein paar Signale, weil sonst bleibt er mir immer auf der Hauptstrecke stehen. Ich bin so mal gespannt, ob jetzt überhaupt die Strecke anläuft, jo. Ja, doch, das Öl kommt hierher. Treibstoff, oh. Ich weiß doch nicht, wo mir das hinbringt, aber ist egal. Kann ja falsch sein. Aber ich denke mal, auf diese Ölstrecke hier werde ich mal noch einen draufsetzen. Mit 8 Wagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Halt. Falsche Strecke. Öldreisen. Nichts anderes. Ja, ich denke, das ist gar nicht mehr so eine schlechte Idee. Was denn jetzt? Irgendein Problem hat er jetzt. Alles klar. Steht ja mitten im Dings. Mitten im Gleis, aber. Wem interessiert denn das schon? Oh, gut, da hat das Treibstoff mitgeladen. Wie habe ich den grün gekauft? Okay, ich würde jetzt sagen, als nächstes, bevor wir jetzt irgendwas machen, gucken wir uns mal hier die Stadt an, ob wir hier im Nahverkehr was ändern können. Vielleicht straßenbahnmäßig mal was reinbauen. Ja, ich denke, wir können vielleicht straßenbahnmäßig mal was bauen. Irgendwie eine Straßenbahn von hier hinten halt so durch. So und hier raus wieder. Das wäre mal was. Fangen wir heute schon mal an. So. Muss ich ja. Straßenmodifikation, hier kann ich Tramgleis hineinsetzen. Was? Steigung zu groß, willst du mich veräppeln? What the fuck, was habe ich hier für Steigung drin? Dann fahren wir halt anders zum Bahnhof. Und wieder raus. So. Fahren wir zu so eine schöne Strecke. Ich denke mal, hier machen wir Schluss. Hier machen wir Schluss. Und hier hinten müssen wir noch die kleine Lücke schließen.
So. Okay. Da haben wir jetzt eigentlich hier alles. Dann müssen wir jetzt wahrscheinlich noch ein paar Bushaltestellen setzen. Vorne haben wir schon. Hier haben wir auch schon, da können wir mithalten. Halten wir hier nochmal. Hier noch zweimal. Halten wir Hausen mal. Hier. Und hier. Stellen eine neue Linie. Hier dann einmal schön außen rum. Außen rum und mitten durch eigentlich. Na gut, so ist ja mitten durch ist auch, oder ne? Aber ist schon mehr mitten durch als andere Sachen. Achso, braucht noch einen Liniennamen. Die heißt Dram. Huch. Dram. Wie hieß die Stadt hier? Ach, Obrückenmühl, ne? Obrückenmühl. So, Straßenbahn. Fahren wir hier ein Depot hin. Trams kaufen. Stadtbahnhalle nehmen wir gleich. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Holen wir es mal 8 Stück aus. Weil wir den Weg zur Haltestelle nicht gefunden. Irgendwas ist nicht elektrisch. Irgendein kleines Stück haben wir vergessen. Bin ich echt mal gespannt. Das ja. Muss ich hier auch noch da, wo Schienen schon drin liegen, nochmal extra elektrifizieren oder was? So ein Scheiß. Okay, da vorne zur Straßenbahn raus und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und tschüss.